Most Wanted Music ist eine Musikwirtschaftskonferenz mit Panels, Vorträgen. Wir haben sie sehr immersiv, sehr interaktiv, sehr partizipativ aufgebaut. Und es ist zugleich aber auch eine Plattform, wo sich unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gruppierungen der Musikwirtschaft treffen und über die Zukunft verhandeln. I'm here for a round table as a speaker to speak about demystifying the future of immersive audio. Now it's changing from stereo to immersive audio. So I think it's a good chance for everybody, like also independent artists, to be more aware of this. Yeah, I think this is a pretty good occasion to share my understanding. Wir haben ein recht junges, professionelles Publikum, relativ viele Musikerinnen und Musiker, die allerdings aus einer wirtschaftlichen Perspektive hier auf ihr berufliches Tun schauen. Und dann gibt es eine ganze Auswahl von Institutionen, Verbänden, Multiplikatoren, die für unsere Branche wichtig sind. I'm an artist. It's nice to be here and connect more to the community and know, yeah, not only network, but just have space to talk about different things, such as now mental health in the music industry. Berlin is the capital of music, so much variety, and you can connect to so many different genres and backgrounds. That's beautiful. And you see this also here. Zum einen ist es mir als Künstlerin natürlich ganz wichtig, mich auf dem Laufenden zu halten, was so Entwicklungen angeht, auch zum Thema Fair Payment, New Deals in der Musik. Eben das Musikbusiness ist ja sehr zentriert und Berlin ist nun mal ein sehr, sehr großer Spot, was das angeht. Wir haben alle großen Major-Labels oder fast alle großen Major-Labels hier ansässig, aber wir haben auch sehr viel Innovation. Und da finde ich es toll, dass die Most Wanted auch den Schwerpunkt drauf legt, ne, und eine Plattform bietet zum Austausch. Wir haben uns in der Vergangenheit viel mit Diversität schon befasst, auch viel mit Digitalisierung und mit Nachhaltigkeit. In diesem Jahr ist aber in der Tat das Diversitätsthema nochmal von besonderer Relevanz, dass wir wirklich als moderne Branche nach vorn gehen können und damit auch der Stadt insgesamt nochmal Impulse zu verleihen.